Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von LS17, dem Forstprojekt, zusammen mit dem Lion Gamer 1. Hi. Wir sind hier weiterhin auf der Map Woodshire und in der letzten Folge gab es ja ein paar Koordinationsprobleme, ja. LKWs. Aber guck mal, ich habe hier so eine Stelle gefunden, wo vielleicht ein bisschen Platz ist. Also, ja, so eine Möglichkeit. Gucken, vielleicht, ob das Spiel uns reinlässt. Halt ein Stückchen weiter dann gefahren. Und einfach gerade hier reinfährst, ich meine, wir müssen halt... Hier ist eine gute Stelle auch. Tut mir leid, sonst... Was denn? Ah ja gut, das würde aber auch funktionieren. Wir müssen halt mit der Zeit halt ein bisschen Platz machen. Weil du musst ihn ja irgendwie beladen können sonst. Ja, ja, ich dachte nur hier, weil hier ist es eigentlich auch ganz gut, guck. Aber bei dir ist noch eine bessere Stelle. Ich glaube, deswegen wollte ich erstmal kurz schauen, wie gut deine Stelle ist, damit ich nicht zurücksetzen muss da mit diesem Biest. Ja, das ist immer so eine Sache dann, ja. So. Den Waldwegen, aber ich denke mal, mit der Zeit lernen wir die jetzt auch kennen, wo man wohin fährt, aber das ist halt echt total verwirrend gerade. Wo geht's hier wohin? Oh. Wenn ich hier das Menü öffne. Ja. Dann flackert mein Interface, mein HUD. Mit Escape oder was? Nee, F1. Ja, gut, ist egal. Ah, genau, das ist ein Fehler halt noch bei dem Mod, das ist nur bei dem Mod, so bei dem Beast Mod. Weil es halt, wie gesagt, noch Work in Progress ist, noch nicht vollständig fertig so. Lustig, da kriegst du eine Krise. Ich weiß, deswegen habe ich das immer dann ausgeblendet, als ich mir das angeschaut habe. Wo haben wir denn einen Anhänger, in den wir das dann alles reinladen können? Der steht am Hof, der Fortuna-Anhänger, okay. Ja. Den auch direkt schon. Können wir das aus dem Beast direkt in den Dings oder brauchen wir Förderbänder zum Überladen? Ne, das kann direkt da raus, dann dahin. Guck mal, oder hier ist noch so eine andere Fläche, die auch noch ein bisschen freier ist. Wo ich jetzt gerade bin. Ja, wir können uns die ja auch noch ein bisschen freier machen. Ja. Mal gucken, wie das an. Das Rohr klappt. Noch da aus. Der wird am Anfang jetzt kurz ein bisschen eng und dann wird es ein bisschen besser werden. Ein bisschen eng. Ich hol direkt mal die. Oh fuck, haben wir die überhaupt? Scheiße, habe ich die auch vergessen, die reinzunehmen. Ich glaube, die haben wir gar nicht. Haben wir die. Was? Die Baumstumpffräse? Doch, die haben wir. Ich dachte, die hätte ich vergessen. Die ist auch standardmäßig drin, glaube ich, oder? Nee, also. Ja, nee? Die schon, ja, ich meine nur halt, ob ich die gekauft habe, das war eine Frage. Achso, ja gut, das hätte man ja nochmal schnell. Ja. Weißt du, wo die steht? Wo ist die noch? Ist die noch beim Händler? Auf jeden Fall haben wir die. Weiß nicht, können wir die nicht, kann man das nicht hier in diesem Menü gucken? Ah nee, haben wir die jetzt, glaube ich nicht, ich habe gerade woanders geschaut. Nee, dann haben wir die nicht. Ja, ich kaufe die einfach nochmal schnell, dann das Geld, was die kostet, können wir später wieder drauf cheaten sozusagen. Tatsächlich, wir haben sie nicht. Ja, aber die brauchen wir besser, um dann da schön lang fahren zu können. Dann hole ich die gerade mal. Nehmen wir gleich mal die Poltergabel mit. Ja, der Hof ist ja etwas klein für die ganzen Fahrzeuge hier jetzt, aber ich meine, wir werden eh nicht mehr so oft dann jetzt hier sein, auf dem Hof, weil wir die ganze Zeit eigentlich im Wald sind. Ja, sogar eine Biogasanlage. Ja. Ja, schade, dass wir die nie in Betrieb nehmen werden hier. So viele schöne Sachen. Ja, da steht sehr die Fräse. Die Fräse ist jetzt gerade am Anfang wichtiger denn je, weil sonst können wir nicht so einfach den Boden, ja genau, ebenerdig machen. Ja. Sonst nerven die ganze Zeit diese Dings dann da, die Baumstümpfe noch. Ja. Die sonst nie so wirklich eingesetzt, immer einfach Bäume gefällt und Stümpfe da gelassen, auch im LS15 Forst und da. Jetzt wird's ja, ist ja auch sehr aufwendig. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das in echt ist. Werden die da immer, nee, die werden nicht immer weggemacht, wenn im Wald so Fellarbeiten sind oder man so. Man sieht das ja öfters noch dann, welche da rumstehen ja immer noch, ne? Kommt wahrscheinlich drauf an, auch wo der Baum halt ist. Ja. Auch mit diesem Schild, Achtung Bären, wenn man hier in den Wald reinfährt. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das wäre natürlich, wenn sie auch so Bären rumstreifen würden. Ließe sich bestimmt einbauen, oder? Es gibt ja auch, also in Mecklenburg gibt es ja auch diesen Hund irgendwie oder diese Katze, ich weiß gar nicht mehr. Nee, ich glaube, es ist ein Hund. Ja, sowas war ja auch aus Südtiroler Bergwäldern irgendwie sowas, stimmt, ja. Ja, genau. Das war auch erstmal gleich sowas da gesehen. Man fühlt sich schon leicht beengt, also das muss man wirklich sagen. Ja, musst du echt gucken, wo fahre ich jetzt hier lang und wie. Also ich würde jetzt erstmal noch, also keine weiteren Maschinen oder wenn, also ich weiß nur, nicht, was wir jetzt noch brauchen, aber guck mal, das ist jetzt voll hier. Also, ja. Etwas schwierig. Oder wir gehen zu der anderen Stelle, wie gesagt, aber wir können es auch erstmal hier probieren. Ich meine, wenn wir hier ein paar Dings gefällt haben, dann macht es ja schon einen Unterschied, die sind ja nicht so dicht gepflanzt. Ja. Wobei es halt hier nochmal ebener ist, die Fläche dann, ne? Aber egal, wir machen, probieren das schon, wir kriegen das halt hin. Also zum Beispiel da, wo du jetzt gerade läufst, damit dann die Richtung dann alles fällen. Halt da eine größere Fläche. Aber wir können uns ja so hier vorarbeiten. Aber wir können uns ja auch hier, genau, wir können uns ja in die Richtung hier vorarbeiten und dann haben wir ja auch. So eine richtige Schneise schlagen hier. Mal willkürlich hier einen Baum fällen. Einfach um schon mal ein Zeichen zu setzen. Jetzt geht's los hier. Ja. Und Baum fällt. Da liegt er schon. Ich stopp mir gerade mal den. So, mal gucken, wie kommt man mit diesem Monster Harvester jetzt überhaupt noch rum durch die Bäume durch. Ich stopp mir gerade mal hier. Haben wir diesen Metamaster noch? Ja, Alt und rechte Maustaste. Wie schalte ich die Biester mal an? Jetzt mal Stützdüse aus, wenn keine schlechte Idee. So. Okay. Läuft dieses Dings jetzt schon? Ja, wir müssen nur kurz. Das Biest? Ja, ich muss nur kurz was umstellen und zwar. Muss der automatische Motorstart aus, weil der LKW muss halt die ganze Zeit laufen, sonst läuft der Beast nicht. Also eigentlich ist es nämlich so gewesen im LS15 bei der Beast, dass halt, das hat halt so einen eigenen Dieseltank und dann kommt man hinten an der Beast an so einem Steuergerät das so einstellen, das halt starten den Motor und so weiter. Mhm. Und das ist halt jetzt hier halt noch nicht so umgesetzt und deswegen muss halt der LKW vorne halt die ganze Zeit aktiv sein und der muss auch dran sein halt. Das heißt, der Motor muss von dem laufen, damit der Beast halt auch läuft, aber ist ja machbar. Meinst du, also ist das jetzt alles so weit, dass ich jetzt hier ja, genau, schon mal einen Testlauf starten könnte? Einfach rein damit. Was? Noch gibt's keinen Baumstammstau. Gucken wir mal, ob wir's hinbekommen. Aber noch haben wir auch keine Baumstämme hier. Noch habe ich keine Action zu bekommen. Hast du das Abladen aktiviert? Ja, ich würde es ja in den Anhänger einladen. Ich weiß nicht, ob wir dann hier Abladen machen müssen. Ah, jetzt kommt was. Ist wahrscheinlich einfach noch, weil es Work in Progress ist, noch keine Animation vielleicht, deswegen. Ja, das fehlt einfach noch die Animation beim Ausladen, aber mein Gott. Dafür ist es viel entspannter mit dem Einladen da jetzt. Ja, das ist auf jeden Fall. Der Anhänger ist schon zu 20% voll. Das geht jetzt nicht richtig schnell. Dann können wir hier wieder eine dicke Kolonne machen. Ja. Brauchen halt nur ein bisschen Platz für die Anhänger, aber. Ja. Ja, den machen wir uns ja jetzt. Gute alte Hackschnitzeln. Das wird cool. 50% voll. Wow, und das ist jetzt echt nur ein einziger Baum hier, Alter. Ja. Wir brauchen noch mehr Anhänger. Krass. Ich muss mal kurz gucken, wie diese LKWs, die wir eingefügt haben, die habe ich mir noch gar nicht angeschaut, wie teuer die sind. Genau, Unimog hatten wir hier auch sowas drin. Was hat der denn für ein Volumen? Ja. 33.000 Liter. Alter, so ein Baum, das ist ja enorm. Ja, das war echt nur ein Baum.
Und der war noch nicht mal so ein besonders großer, der war sogar relativ dünn. Oder wir... Der, genau, diese LKWs hatten... Entweder wir nehmen später diesen Hakenlift-Aufhänger. Aber was wir machen können, wir haben ja jetzt hier... Wo ist es denn? Das ist da auch immer gesehen vorhin. Da. Wir haben jetzt hier sozusagen noch keinen Kredit aufgenommen. Könnten es hier einen Kredit... Sollen wir es mal machen? Was willst du denn kaufen? Ja, dass wir uns einen von diesen LKWs kaufen, um die Hackschnitzel transportieren zu können. Dass wir noch mehr haben. Also, hier... Ein MAN und... Genau, du kannst ja mal in den Shop reingehen gerade. Ja, bin ich. Und dann diesen... Diesen NLD Farmers, also einen von beiden. Der MAN, der links, hat halt diesen Fliegelaufbau fest. Und der NLD Farmers, da können wir halt diese... Wir haben ja das IT-Runner DLC drin, dann können wir okay, diese... Ah, okay, ich bin nicht durch. Ah, wir haben ja auch noch den Unimog, den müssen wir uns auch noch kaufen. Komm, der ist geschenkt. Der kostet 15.000. Welchen? Guck mal, ich habe übrigens einen Kontostand von minus 2. Was? Ganz schön. Wie kommt das denn? Hier mit diesem TGS mit Fliegelaufsatz, meinst du den? Ja, also entweder der, da ist halt der Aufsatz fest drauf. Der wäre schon geil. Ja, oder wir nehmen den anderen, wo wir halt Hakenlift, wo wir halt immer sowas absetzen müssen. Also ich finde den mit Fliegelaufsatz irgendwie cooler. Ja, der ist auch günstiger, nehmen wir doch den. Und wie viel Geld hast du noch? Ich muss jetzt erstmal Geld... Geld farmen. Nee, weil wenn noch was übrig ist, dann würde ich mir auch noch den Unimog wünschen. Okay, gucken wir gleich. Was man hier alles auswählen kann. Kannst du auch mal kurz auf den TGS draufgehen? Im Shop. Moment. Ich weiß gar nicht, was ich hier nehmen soll, wie der aussieht. Oh, okay. Also... Alter, Motorausführung plus 28.000. Ich weiß nicht, also 440 PS würden mir reichen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Doch, das reicht. Ich nehme nochmal Anhängerkupplung plus Anhänger hinten. Ich weiß nämlich nicht, wie das ist. Und dann nimm mal Geländereifen vielleicht. Tatra-Geländereifen. MAN-Geländereifen oder Tatra-Geländereifen? Da weiß ich, da kenne ich den Unterschied nicht. Ja, nicht. Und diese Hauptfarbe, meinst du, das ist die LKW-Farbe oder das ist der... Welche Farbe wollen wir nehmen? Schwarz? Oder auch so ein Grün? Auch so ein Grün, würde ich sagen. Das gleiche, was du da auch bei dem anderen genommen hast, bei dem anderen MAN. Das ist, glaube ich, unten links. Das, ja. Machen wir das einheitlich. Ja. Ich finde, das sind auch so typische Forstfarben. Mhm. Und dann das Design grün ohne Bügel. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Das, Wobei, oder ist diese Hauptfarbe vielleicht die von dem Fliegel? Weil dieses Design ist dann vielleicht das Grün von dem LKW vorne, weil es immer das Grün ist. Ja, dann müsstest du halt Silber oder sowas auswählen, ne? Nämlich für das, was davor war, ja. Dann nehme ich grün mit oder ohne Bügel vorne. Ah, genau, komm mal. Scheiße, ist prima. Fragen über Fragen hier. Ja, aber der ist schon richtig cool. Wenn man jetzt so viel dazu Auswahl hat. Ah, wir können uns den Unimog noch locker leisten. Hä, hey, was ist das denn? Wir können einen Kredit von 300.000 Euro aufnehmen. Okay, sehr spendabel hier die Bank. Ja. Also wir, was also für jetzt, Sicherheiten braucht sie? Wir konnten halt noch 225.000 Euro jetzt oben drauf legen. Von dem, was wir schon hatten an Kredit irgendwie halt, weil Standard so bei dem Spielstand so ist. So, nochmal alles auswählen. Anhängerkupplung. Einen Anhänger hinten. Dann können wir nicht nur einen Anhänger hinten. Vielleicht können wir sogar noch einen Anhänger gleich dazu kaufen. Soll ich grün ohne Bügel nehmen? Wir können ihn später ja eh immer noch editieren und so ändern. Ja, ach, so wichtig ist das ja auch nicht. Ja, das ist ein bisschen da. So, ich kaufe jetzt gleich noch so einen. Wir haben ja 126.000 Euro. Ich kaufe jetzt noch so einen Fliegelanhänger für hinten dran noch. Ja. Oder? Ja. Ist das der? Weil die haben in dem in den Bildern haben die auch immer einen gehabt. Oder ist der vielleicht zu groß? Aber wir lassen uns gleich erstmal. Ich weiß nämlich nicht, falls am Ende ist es zu groß, man kommt damit nicht mehr gut durch den Wald. Aber den Unimog wollten wir noch. Wo ist er denn? Welchen willst denn du? Orange, den blauen? Orange, ja. Den orangen, okay. Oh, da. Tadam. Neue Geräte. Der gekauft? Alles da, ja. Eine schöne Tour mit dem Unimog, ja. Ach nee, jetzt ist der LKW ja doch vorne grau. Das ist doch die Hauptfarbe. Aha. Okay, dann konfiguriere ich den jetzt gerade noch um. Hey, was ist denn das Grün ohne Bügel? Dieser Unimog, das ist so ein cooles Fahrzeug, finde ich. Also eigentlich ist es relativ hässlich.
ich mal sagen. Aber es ist so ein typisches Forstfahrzeug. Ja, immer jeder, der im Wald spazieren war und solche Forstarbeiter mal gesehen hat, der hat auch so ein Ding gesehen. Jetzt sieht er wenigstens gut. Für den 15er gab es das auch schon in der moderneren Version, ne? In der neueren. Ja, genau, da gab es den vom BM-Modding, der war richtig gut, ja. Nee, ja, der ist natürlich, also, ist schon noch an Hässlichkeit kaum zu übertreffen, aber. So. Schauen wir mal. Caution. Rear under construction, okay. Fahre ich in die richtige Richtung? Du kannst auch rechts lang fahren, genau, ja. Dann da hinten irgendwo in den Wald rein. Ja. Aber. Gut, aber wir sind auch schon am Ende der Folge. Das heißt, wie es weitergeht hier auf der Woodshire Map mit Unimog und MRN-TGS Fliegel auf Lage. Ja, was ist das? Oder ja, Aufbau oder sowas, ja. Aufbau, ja. Das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und danke euch fürs Zuschauen. Ciao.